Willkommen zurück bei der wahrscheinlich letzten Folge von Manor Lords. Ihr habt ja jetzt das ständig sich wiederholende Szenario gesehen, immer Banditen die ganze Zeit. Wir müssen dafür Söldner holen. Wir müssen dann diese Kriege gewinnen gegen den blöden KI-Gegner. Wir können den noch nicht angreifen, weil wir noch nicht genug Soldaten haben. Aber unser Militär, ihr seht es hier, wird wesentlich größer. Das Problem, was wir jetzt haben, was ich aber jetzt einfach offscreen mache, nur dass ihr es einmal gesehen habt, ist die Nahrung. Ihr seht, wir haben kaum was. Also wir haben das Brot ist irgendwie wie Heuschreckenschwarm weg. Ich habe jetzt natürlich sehr mich auf die Gerste fokussiert, was natürlich auch nötig ist, weil wir brauchen halt bald das Bier. Aber momentan haben wir halt eigentlich genug Zufriedenheit auch so. Haben wir jetzt kein Nahrung mehr. Diese Nahrung müssen wir dringend nachliefern. Ich habe jetzt überall Hühner reingeballert, wo es geht. Das Fleisch kriegen wir ja sowieso kaum, weil das Jägerlager halt nicht wirklich genug abwirft, sage ich mal. Und deswegen habe ich hier alles in die Beeren reingesetzt, weil die wachsen natürlich konstant nach. Und die müssen wir direkt von dem ersten Moment, wenn sie wachsen, wieder abgeben. Ansonsten haben wir wie immer das Bedürfnis nicht erfüllt, weil die einfach nicht zu ihrem blöden Stand gehen. Also wir haben noch genug Nahrung. Ihr seht aus, wächst auch. Aber es war halt mal bei 300 und dieses Jahr auf einmal bei 100. Das heißt, wir müssen da gut drauf aufpassen. Sonst werden wir ein Problem bekommen. Ja, ihr seht auch sonst, wenn ihr jetzt zum Beispiel eure Gefolge upgraden wollt, drückt ihr einfach hier drauf. Könnt ihr einmal die Rüstung importieren und könnt einfach dann weiter anschließen. Nicht irgendwie zu kompliziert. Haben jetzt 20 von 24. Ich glaube, wenn ich jetzt weiterhin von diesen hier diesen Türmen, Garnisonstürme bauen würde, dann könnte ich auch noch mehr. Nee, kann ich nicht. Nur einen pro Region, stimmt. Könnte aber theoretisch ja noch irgendwo anders ein Herrenhaus setzen. Ich weiß jetzt aber nicht genau, ob das überhaupt in einer anderen Region ginge. Ist auch irrelevant. Wir können auf jeden Fall 24 Gefolge haben. Mehr geht erstmal nicht. Das ist alles, was wir haben. Das werden wir jetzt erreichen. Die dann alle upgraden. Dann sind wir halt so da, wo ich hin will. Nur müssen wir halt auf die Nahrungssituation aufpassen. Der Rest ist wirklich jetzt nur wachsen lassen und halt diese Stufen hier erhöhen. Einfach nur Gebäude ausbauen. Ich bin schon fleißig Ziegel am Produzieren. Wir haben 47 Dachziegel. Für die Stufe 3 braucht man halt hier 4 Dachziegel. Mehr ist halt eigentlich nicht. Und halt die Bretter und Bauholz, was wir ja auch beides natürlich versuchen, hier nach und nach uns einzusacken. Forsthaus muss auch wieder besetzt werden, damit das Ganze funktioniert. Und ansonsten haue ich einfach die Steuern raus. Deswegen sind wir momentan auch noch beim Malus. Mangel an Unterhaltung ist zum Glück nur 10. Die Leichen sind noch immer da vom letzten Mal. Da sieht, wie lange das anhält. Wir haben Juni und die Leichen sind ja jetzt schon, ich glaube, 5 Monate her. Das ist schon unfassbar, aber sind ja wenigstens nur noch -3. Ach ja, und nur, dass ich es erwähnt habe, ich habe hier noch mehr Felder hinzugefügt, hier Flachs, damit wir auch die Level 3 Dorfbewohner auch unterhalten können, falls es nötig ist. Ich denke mal, die werden wahrscheinlich Färbemittel brauchen und aus Beeren, was sehr schwer ist momentan, obwohl ich das eigentlich nicht mit gerechnet hätte. Und wir brauchen Flachs halt auch für Garn und sowas, also für Wolle, weil wir die Schafe ja noch nicht freigeschaltet haben. Und ich habe hier noch ein Feld hinzugefügt, wo nur Weizen gebaut wird. Ich mache jetzt hier 2 Felder, wo wirklich nur Weizen gepumpt wird. Ich habe einfach viel zu viel auf Gerste in den letzten Jahren gepumpt und habe deswegen ein Riesenproblem, dass ich halt viel zu wenig Weizen gemacht habe, weil wir eben, wie gesagt, diese Nahrung damit vernachlässigt haben. Ja, wir sind tatsächlich in der Stufe 3 angekommen. Das ist erstmal ganz nett. Es gibt auch nicht wirklich hier irgendwelche großartigen Bedürfnisse, die haben. Das ist nochmal netter. Und mehr gibt es einfach nicht. Das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich nur noch abzugraden. Da gehen wir jetzt gleich mal zu. Das Problem ist, das Spiel, ich dachte eigentlich jetzt als abgeschlossen. Also wir hätten es hardcore durchgespielt. Also ich muss jetzt nur noch aufbauen und dann ist gut. Ja, Nahrung ist noch immer ein Problem. Also das sieht zwar jetzt viel aus, weil ich viel Brot jetzt habe, aber ich muss wirklich hier bei der Ernte gucken. Also das kann ich euch auch nur empfehlen. Ich werde nochmal ein Video zu machen. Ey, man muss so darauf aufpassen, dass die Ernte effizient durchgeführt wird, sonst hat man gar nichts von diesem Zeug. Ich habe hier so viele Felder und ich haue hier wirklich auch alle Familien rein, damit das irgendwie klappt. Das ist wirklich auch harte Arbeit. Aber gehen wir auf das Wichtigste ein. Das klappt alles, das würde ich euch alles zeigen, dann wie es langsam sich ausbaut. Hier so sehen halt die Level 3 Gebäude aus. Schönes Fachwerk. Seht ihr, ist ganz gut. Wie gesagt, keine zu hohen Ansprüche. 4 Nahrungstypen kriegt man hin. Wenn man schon Beeren, ja, Gemüse ist natürlich, seht ihr, Eier sind auch alle weg. Aber Eier, Brot, Gemüse, ein bisschen Fleisch dazu. Und ich habe Honig importiert jetzt erstmal, weil ich halt wirklich in Hungersnot war zwischendurch. Brauche ich jetzt aber eigentlich hoffentlich erstmal nicht. Weil ihr seht, oben das Geld geht auch langsam zur Neige. Andererseits muss ich auch dazu sagen, haben wir, warum mache ich das so umständlich? Haben wir alle unsere Gefolge ausgerüstet. Wir haben es komplett upgegradet auf 24 von 24. Alle sind upgegradet. Ich habe sogar ein bisschen Penunze extra, um eben auch die ganzen Leute notfalls auch ersetzen zu können. Und das werden wir auch brauchen. Und jetzt kommt nicht das Problem. Ne, ihr kennt mich ja mittlerweile. Quatschen dauert immer etwas länger. Und was ist das Problem? Wir haben diese Armee hier. Und mehr erstmal nicht. Da ich ja jetzt im Hungersnoten auch Nöten noch bin, heißt, ich kann mir momentan auch nicht mehr Familien leisten. Deswegen bin ich momentan auch am Schauen, dass ich nicht mehr Familien anziehe. Und jetzt gucken wir mal auf Söldner anheuern. In diesem Monat sind keine weiteren Söldnerkompanien verfügbar. Ja, und das ist nicht nur dieser Monat, es ist auch nicht nur der letzte Monat, es ist nicht nur der dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte Monat, sondern seit 2 Jahren. Das heißt, seit 2 Jahren muss ich die KI, die ja immer größere Armeen hat als ich,
komplett mit diesen drei Armeen abwehren. Das geht schon irgendwie mit dem Schieß, den wir ja schon in der letzten Folge dann gesehen haben, den ihr gesehen habt. Das heißt, da ist was möglich, das schon. Aber es ist halt, warum? Also ich habe jetzt endlich die Situation sicher und wir hätten es eigentlich geschafft. Ich bräuchte nur die Söldnerkompanien, um halt irgendwie hier zu verteidigen und mit den Söldnerkompanien die Schlacht zu beginnen. Und schon hätten wir das Problem ja gelöst. Weil die KI immer diese gleichen 5 Truppen irgendwie auch immer von unserer Richtung aus hier runterschickt. Aber es gibt keine Söldner mehr. Das heißt, jetzt sitze ich hier wieder, muss absolut min-maxen und hin und her laufen und kiten, weil ich natürlich die Einheiten nicht verlieren darf. Ich habe ja schon erklärt, die Seitenwaffen haben wir sowieso nicht genug. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir die Einnahme übrig. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir die konservieren. Kriegsbögen können wir hinterher schmeißen, das ist eigentlich nicht so wichtig. Und die spawnen jetzt zum Glück auch immer sehr gut nach hier mit ihrem, in Anführungszeichen, Kinderkriegen. Ne? Wichtig ist auch natürlich, ich glaube, die ab der Stufe... Nee, obwohl es sind alle Männer sind drin. Ich dachte schon 52, 62, 68. Also alle Männer können dienen, das ist gut. Ich dachte, Stufe 3 würden nicht mehr auch in Dienst antreten. Doch, machen sie auch. Alles in Ordnung. Aber wir haben halt einfach keine Möglichkeit, mehr Einheiten zu bekommen, in meinen Augen. Außer die Stadt wächst halt. Dafür bräuchte ich aber viel mehr Nahrung. Und dann haben wir das Problem natürlich, dass wir eigentlich ja das hier Gebiet hier einnehmen wollten. Ich wollte das so schön als, sag ich mal, ne, ich spiele dann durch und mache hier die Stadt größer und dann erobere ich hier mein Gebiet. Ich kann es aber nicht, weil ich wette... Wir haben es ja gesehen beim ersten Mal, wo ich lange gewacht habe, wo die Schlacht begonnen hat. Da waren 10 Truppen. Denkt daran. Ja, wenn ihr euch zurückerinnert, diesen Chaos Part 3 nur jetzt zu empfehlen, wenn ihr das nicht geguckt habt. Auf jeden Fall absolutes pures Chaos, wie ich eine Überzahl besiege. Super cool. Für mich völlig verzweifelt, aber für euch wahrscheinlich dann ganz cool. Ja, wir können das hier beanspruchen und ich wette, der kommt damit 10 Armeen. Wie soll ich jemals 10 Armeen besiegen, wenn ich keine Söldner rekrutieren kann? Ihr seht ja, meine Schatzkammer ist da. Ich brauche aber bitte Söldner. Und ich habe diesen Glitch auch nachgelesen. Es gibt wohl einige, die dieses Problem haben. Müssen sie halt auch unbedingt fixen. Ich hatte gehofft, vielleicht mit Neuladen oder so. Also, dass ich einfach wieder ein Spiel lade. Nicht jetzt irgendwelchen älteren Spielstand. Da hatte ich jetzt auch keine Lust drauf. Dass es dadurch vielleicht gefixt wird. Nee, gar nicht. Das heißt, wir haben das Problem, dass wir keine Söldner mehr haben. Ich weiß nicht, ob es sich nochmal ändern wird. Dann werde ich euch nochmal sagen. Aber so ist es extrem schwer. Und wie gesagt, ich zeige euch das jetzt nicht jedes Jahr. Weil ich muss das jedes Jahr, diese KI, abwehren. Jedes Jahr auch diese Banditenüberfälle. Die sind aber anscheinend, hoffentlich, bei 4 Banditenhorden gecappt. Da verlieren wir dann trotzdem, bin ich auch bescheuert, verstehe auch nicht warum, trotzdem mal immer so 2, 3 Gefolge. Die kann ich aber ersetzen. Das kostet zwar dann wieder 200 Schatzkammergold, aber passt. Aber diese großen Schlachten hier, die sind tatsächlich jetzt immer nervig und die sind noch immer schwierig. Oh, das ist so anstrengend. Also das ist tatsächlich etwas, was ich ein bisschen ärgerlich finde. Ja, und dann als letzte Nachricht, wir haben eine neue Stadtstufe erreicht, ne, wegen eben diesen T3-Gebäuden. Ihr seht, was wir für die mittlere Stadt brauchen. Halleluja. 9 von 10, also 10 Zweier und 10 Dreier. Das einzige Gute dabei ist, die Dreier brauchen ja jetzt nicht viel mehr Bedürfnisse. Das Problem ist, wir haben wieder kein Bier. Ich hatte mal 190 Bier. Die saufen Bier weg, als wenn das, keine Ahnung, Wasser wäre. Das ist wirklich krankhaft viel, was die wegsaufen. Und wir haben noch immer einen Malus dadurch, obwohl wir das konstant jetzt beliefert haben. Was natürlich auch ein Riesenproblem ist. Und wir haben 9 Punkte. Und jetzt überlege ich halt. Entweder Bienenzucht, um einfach noch mehr Nahrung zu pushen. Eigentlich hätte ich schon lange hier drauf gehen sollen, weil diese Importpreise wären halt sehr wichtig, glaube ich, für uns. Was eine sehr gute Sache wäre. Das hier unten bringt uns gar nichts. Dann haben wir die Option, Helme zu produzieren. Wenn ich Erz hätte, um halt unsere Miliz zu verbessern, bringt uns also auch nicht wirklich was. Oder die Bäckereien, wodurch wir mehr Brot aus Mehl rausziehen können. Was auch eben sehr wichtig wäre. Zusätzlichen Hinweis kann ich auch noch geben, bevor ich jetzt dann wieder wegschalte. Baut viele Bauernhäuser. Die sind ja erstmal generell, das ist sowieso eine Lektion, die ich jetzt durch die Spiele mitgenommen habe. Baut euch wirklich kaputt. Die kosten ja alle nichts, die Gebäude. Und baut hier noch ein Bauernhaus dazu, damit ihr mehr von diesen schweren Flügen haben könnt, die wir hier freigeschaltet haben, damit das Flügen schnell geht. Weil das ist wirklich ein Wettlauf gegen die Zeit, dieses ganze Ernten. Wenn ihr das noch nicht realisiert habt, ich habe es auch erst viel zu spät realisiert. War ja generell auch spät dran damit. Aber da müsst ihr auf jeden Fall schauen, dass ihr immer genug bereitgestellt habt, damit das Ganze auch, ja, fluppt, sag ich mal. Also noch irgendwo funktioniert. Jetzt habe ich keine Hölzer mehr. Aber dass ihr dann wirklich auch genug Familien hier reinpresst, immer sobald das Pflügen, das Säen und die Ernte da ist. Danach könnt ihr sie wieder verteilen. Aber dann seid ihr halt irgendwo noch, haltet euch noch über Wasser. Ihr seht, und die Bären wären wir schon lange weg. Also das wäre die Siedlung gestorben. Und deswegen kann ich jetzt auch nicht von 37 Familien, also auf 37 Familien gehen. Ich habe jetzt 34. Ich kann nicht noch mehr nehmen. Und ich kann auch keine Waffen mehr produzieren, weil Eisen haben wir auch nicht mehr. Das heißt, das müsste ich auch kaufen. Ich habe hier noch 9 Eisenerz, ihr seht, sonst nichts mehr. Und alles Eisen ist halt in dem Gebiet von dem. Und das heißt, ich müsste kämpfen. Ja. Ich könnte halt unendlich Bögen bauen, also Bogenschützen machen, aber das bringt uns ja auch nicht weiter. Ja, das ist die Situation. Extrem ätzend, dieser Bug. Also wirklich, ich hätte jetzt so gerne mal einen Kampf versucht, euch das gezeigt. So cool, wie wir Gebiete einnehmen, Rache üben. Ihr seht, wir haben 11.000 Einfluss. Ich könnte mir also 5 Gebiete hier snacken.
Das wäre überhaupt kein Problem. Aber nicht mit drei Armeechen, wo ich weiß, dass auch dann direkt der nächste Kampf ja wieder folgt, weil er uns ja konstant angreifen wird. Sehr, 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 sehr unglücklich. Ja, und die Nahrungsproduktion. Ich versuche dann halt die Nahrungsproduktion zu regeln und dann noch mehr Truppen zu machen. Mehr Bogenschützen wahrscheinlich. Alles andere habe ich einfach keine Ressource. So müsste ich dann halt handeln. Und dafür müsste ich wiederum auf diese zwei Sachen gehen. Und dafür müsste ich auch wieder in die mittlere Stadt gehen. Ich überlege, ob ich sonst einfach die Großstadt rushe irgendwie, also Ressourcen sammle und dann einmal alles hochpushe, weil ich brauche. Ich befürchte, aber die Großstadt braucht ja dann wahrscheinlich 20 oder 30 Stufe 3 Gebäude. Und dann wird es ein bisschen hart. Ich hätte gerne eine Möglichkeit, dass man diese Entwicklungspunkte kauft irgendwie noch. Das wäre sehr cool. Wir lassen auch übrigens noch als letztes unser Gesetz hier. Ja, Nahrungsverbrauch. Ich guck mal, wie hart dieses dieser Bug ist, ne? Oder nicht der Bug, dieser Malus ist, dass wir die Zufriedenheit senken. Wenn der zu extrem ist, müssen wir es natürlich ausstellen. Das werden wir dann aber sehen. Jede fünfte Mahlzeit ist tatsächlich essentiell. Hätte ich auch schon früher erlassen sollen. Aber ihr wisst ja, wie das hier mit der Zufriedenheit auf der Schwierigkeitsstufe ist. Das ist ja grausam, ne? Wenn wir wegen Leichen schon minus 30 kriegen, wer weiß, was man kriegt, wenn man jede fünfte Mahlzeit auslässt. Das werden wir dann sehen, werde ich euch dann mitteilen. Wenn ihr dann einfach nochmal gesehen habt, wie ich jedes Mal diese blöden Angriffe abwehre, könnt ihr einmal hier nochmal zuschauen. Übrigens, keine Ahnung, warum die 12 hier keine Bedürfnisse haben. Ich habe die Nahrungssituation eigentlich geregelt, aber irgendwie kriegen die es nicht gelevelt, von hier hinten, sage ich jetzt mal, hier in diesem Haus, einfach zu diesen Ständen zu gehen. Also das, wirklich, das triggert mich so hart, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Auf jeden Fall haben wir jetzt diese Armeen. Ich habe auch einfach mal Kettenhemden gekauft, weil warum nicht? Und wir müssen hier absolut ekelhaft kiten, bis zur Unkenntlichkeit, um da irgendeine Chance zu haben, das zu machen. Manchmal schafft man es auch, diesen Kampf so ein bisschen cheesy zu gewinnen. Aber das können wir jetzt einfach mal sehen, ob das funktioniert. Wahrscheinlich wieder nicht. Dann müssen wir gucken, dass wir einigermaßen ohne Verluste diese Armee bekämpfen, die da wieder mal kommt. Mich immer hier vollquatscht natürlich. Nein, die sind nicht verhandelbar. Ich möchte mein Gebiet tatsächlich behalten. Ich würde nicht das Spiel gerne abgeben. Dankeschön. Und dann kommen immer die gleichen Armeen hier. Immer diese fünf. Wir können nichts dagegen machen, wie gesagt. Wir haben ja keine Söldner mehr. Damit sind wir komplett hilflos, wenn es darum geht, noch irgendwo extra Armeen zu holen. Söldner spawnen einfach überhaupt nicht mehr. Keine Ahnung, woher dieser Glitch kommt. Ich weiß es nicht. Wir haben die auch nicht alle sterben lassen. Das war jetzt sonst für mich die Überlegung, dass ich vielleicht diese Kompanie habe sterben lassen. Ich weiß, dass wir eine Kompanie oder zwei haben sterben lassen. Aber es gab ja mindestens drei, die man da halt anwerben kann. Deswegen verstehe ich das nicht ganz, aber okay. So, lassen wir die erstmal wieder hier hinlaufen. Wir gucken, dass wir die jetzt wieder ein bisschen provozieren. Einfach mit unseren Bögen. Ja, so, hier, guck mal. Aha, hier bin ich. Müssen wir warten, dass die mal kommen. Wir sehen die ja leider in unseren Welten leider nicht. Da sind sie. Kann man sie erkennen. Und natürlich, dass wir uns stellen. Das wollen wir nicht. Und jetzt müssen. Der Trick ist jetzt, weil ich das verstanden habe, ist jetzt den Kampf anzufangen irgendwie. Ja, aber da muss noch ein bisschen. Ah, okay. Da könnte man vielleicht mit dem Kampf anfangen. Wichtig ist, es darf nicht getroffen werden. Glaube ich, von der einen Einheit. Dann schafft man sogar den Kampf. Den Krieg oder die Schlacht dann genau so. Und jetzt ist wichtig: abhauen. Abhauen, abhauen, abhauen. Ne, weil jetzt ist die Schlacht noch hier. Und jetzt gehen wir da rein und hoffen, dass wir einfach, und wenn wir abhauen, wegsiegen. Ja. Nein? Na, schade, das war nur gespeichert. Jetzt hat es wieder nicht geklappt. Ach, ist immer, wenn ich es zeige, will das nicht klappen. Ne? Das ist unfassbar. Es klappt dann immer nur, wenn man es gerade. Oh, ach so, diese beiden haben wir schon gesplittet. Das ist natürlich super. Wenn man es dann zeigen will, klappt es natürlich dann nicht. Ist ja klar, ne? Das kennt man ja, das Prinzip. Meistens klappt es dann nur, wenn man es halt nicht zeigen will. Aber es ist gut, dass die schon mal abgelenkt sind. Das ist in Ordnung. Wenn wir mit leben, dann können wir die beiden schon mal aufmischen hier. Sehr gut, dann sind die schon mal weg. Und dann laufen wir den Bogenschützen hinterher. Unsere Bogenschützen lenken die hier einfach weiterhin ab. Die Schlacht ist jetzt hier in dem Bereich. Das heißt, die sind leider noch immer aktiv. Also kriegen die jetzt nicht auf einmal raus oder sowas. Also wir müssen weiterhin die so ein bisschen rumkiten hier. Sehr traurig, dass das jetzt so umständlich ist. Und das ist natürlich auch immer sehr, sehr, sag ich mal, ja, nervt mich doch nicht. Sehr, schwierig, weil man halt natürlich jederzeit auch komplett ausgelöscht werden kann, sage ich ganz ehrlich. Das ist nicht so, dass man da jetzt irgendwie so easy peasy das mal einfach mal wegmacht oder sowas. Ich sehe es auch, wenn ihr jetzt im Kampf kommen solltet, einfach direkt hier wieder jetzt auflösen und schon interessiert kein Mensch mehr, was da gewesen ist. Dann läuft der nächste Bogenschütze her. So, und jetzt treibt er den auf. Das heißt, jetzt setzen wir uns hier nochmal hin und greifen den an, damit das Ganze zu Ende geht. Ich habe genug Geld, wie ihr oben rechts sehen könnt, um die notfalls auch eben nochmal zu bekämpfen. Und das war's. Alle weg damit. Jetzt kann ich wieder meine Folge aufbauen. Leider habe ich auch wieder jetzt von diesen Seitenwaffentypen verloren. Das ist ein bisschen ärgerlich. Folge nur ein, aber wir hatten leider wieder hier Verluste. Und ich habe keine Seitenwaffen. Ich habe ja kein Erz mehr. Weil ich hier auch nichts einnehmen kann, wie gesagt. Aber so sieht das halt aus. Habe ich euch jetzt fünfmal nicht gezeigt oder so.
Bin dann immer hier am Arbeiten. Das Problem ist halt, wie gesagt, dass die ihre Nahrung nicht nehmen. Ich kriege jetzt auch noch konstant minus 6 durch die Nahrungsmittelvielfalt, weil die einfach nicht schaffen. Also ich kann es ja nochmal zeigen. Wir haben hier einen Lebensmittelstand, da sind 5 verschiedene Nahrungsmittel drin und die brauchen 3. Also sie kriegen es einfach nicht hin, sich die zu holen. Also hier die Zwischen schafft es. Aber sobald wir hier in die Ecke gehen, ist vorbei. Es schaffen die nicht. Die kommen, die schaffen es nicht, von diesem Weg hier rüber zu gehen, um an dieses, diese Nahrungsgüter zu kommen. Also es ist kompletter Wahnsinn, wirklich. Das ist wirklich richtig nervig. Ich weiß auch nicht, was ich dagegen machen kann. Ehrlich gesagt, auch irgendwie keine Lust, mich da jetzt nochmal total rein zu recherchieren. Weil sowas sollte einfach, finde ich, funktionieren. Wenn ich hier so einen Markt habe, sollte ich jetzt nicht gucken, dass ein Gebäude, was halt wirklich ein paar Schritte weg ist, diese Nahrung bekommt. Das sollte einfach von sich aus klappen. Aber kann ich jetzt nichts sagen. Ich versuche halt hier irgendwie jetzt, ihr seht es ja hier oben, Städte weiter auszubauen. Das ist mir das Wichtige, damit wir halt zur mittleren Stadt kommen und dann zu groß, damit ich nicht ständig dieses Gecheese hier machen muss, also dieses Hit and Run und so. Das wäre ganz cool. Sonst werde ich auch gleich nochmal, weil ich habe immer genug Geld, wie ihr sehen könnt, das vielleicht nochmal umstellen, dass ich auch noch Waffen kaufe, hier wie Speere. Aber das ist natürlich alles sehr teuer. Ihr seht, ich habe auch 108 Kettenhemden gekauft, damit man das halt sich, ja, meine Einheiten stärker sind. Das Problem ist natürlich, ja, Nachfrage, deswegen ist der Preis wieder erhöht. Ja, war klar. Aber gut, wir haben jetzt das Geld, um das zu bezahlen. Die sind jetzt nicht so teuer. Also Bier ist teurer vergleichsweise, weil die schlürfen nämlich Bier 100 Stück weg pro Monat. Und ja, kosten 18. Die kosten genauso viel, wie die Kettenhemden ursprünglich gekostet haben. Also komplett wahnsinnig, wirklich. So, und da sind wir in einer neuen Entwicklungsstufe. Wir sind jetzt in eine mittlere Stadt. Zur großen Stadt fehlen uns jetzt 7 Stufe 2 Hofstätten und 5 Stufe 3. Ist eigentlich okay. Und dann haben wir es geschafft, glaube ich. Da sind wir tatsächlich durch. Dann, ich sage auch ganz ehrlich, dann bin ich auch froh, dass wir durch sind. Weil so 10-mal hintereinander diese cheesy Angriffe abzuwehren, ist dann auch irgendwann nicht mehr lustig. Vor allem, wenn man dann noch minus 34 Mangel an Unterhaltung hat, weil kein Bier da ist. Und ich ja, wie gesagt, auch hier nichts machen kann. Ich würde dann am Ende natürlich, bevor wir das dann beenden, mal probieren, einmal so eine KI anzugreifen. Aber dafür bin ich gerade mal ein bisschen am Umsortieren. Also das heißt, ich schmeiße hier einmal die Bogenschützen raus. Und nehmen wir mal Speerträger, denn ich habe mir mal ein paar Seiten, nicht weil Seitenwaffen, sondern hier Speere gegönnt. Das heißt, wir haben mal jetzt schön mit hoffentlich genug auch Kettenrüstungen ausgestattet. Ja, ich glaube, ich muss noch mehr kaufen. Hä, ich habe doch 100 gekauft. Egal, auf jeden Fall diese Kettenrüstungen ausgestattet, sodass die hoffentlich dann auch ganz gut im Nahkampf wirken und wir damit nochmal ein bisschen was auf die Mütze geben können. Aber ja, ihr seht ja trotzdem, wie viel das ist. Nicht sehr viel. Ich komme auch nicht mehr über 50%. Die Lebensmittelgeschichte hat sich jetzt wieder ein bisschen bereinigt. Frag mich nicht, warum. Es ist einfach, ich habe nichts getan. Wir haben halt wirklich hier x Stände irgendwie und es hat irgendwann wieder geklappt. Okay. Aber Mangel an Unterhaltung ist halt das Problem. Ich würde halt gerne noch auf diesen Punkt hier gehen, aber an sich sind wir dann ja schon durch. Weiß ich auch nicht, ob es dann überhaupt noch lohnt, sich das da doch anzutun, weil da würden wir halt diese günstigeren Preise kriegen. Helme können wir auch nicht produzieren, weil wir kein Eisen haben. Von daher auch relativ irrelevant. Es geht eigentlich nur darum, jetzt diese 7, also eigentlich müssen wir, also müssen 7 Stufe 1, nee, 6 Stufe 1 bauen, 7 auf Stufe 2 upgraden, 5 auf Stufe 3. Ist eigentlich ganz okay, also vor allem die Stufe 1 Dinger, das ist ja bei diesem Spiel ganz wichtig, was man mitnehmen muss. Ihr könnt ja hier bauen, wie ihr wollt, das kostet ja eigentlich alles nichts, ne? Da wir neue Bevölkerung eh nicht mehr bekommen werden, ich würde zwar noch gerne mehr haben, aber ich meine, Nahrung haben wir jetzt ja wieder, aber es ist halt dann nur noch mehr mit Mangel an Unterhaltung, dadurch wird es halt immer schlimmer. Also ich hau jetzt hier über die Stufe 1 Gebäude hin und guck dann, dass wir die schon mal haben. 6 Stück brauchen wir ja. Und dann haben wir die auch schon mal durch. Das können wir einfach hier so machen mit so Doppelhäusern. Also hier zum Beispiel. Erweitern bringt uns jetzt nicht wirklich was. Also wir könnten noch so eine, natürlich so ein paar Hühner und sowas, fände ich ganz cool. Aber ja, das würde ich jetzt einfach mal machen. Und dann gucken wir, dass wir zur großen Stadt kommen. Vielleicht dann nur noch einen Angriff abwehren müssen. Das wäre auch schon mal ganz cool. Um das Ganze auch in gute Bahnen und zu sagen, ja, wir haben es geschafft, zu lenken. Und dann können wir sagen, ja, wir haben es geschafft. Wir haben gewonnen mit Hardcore oder mit höchsten Schwierigkeitsstufen. Dann sind wir auch zufrieden, glaube ich. So, wir sind in der letzten Phase. Ich habe 20 von 20 Hofstätten Stufe 2. Ich habe nichts mehr einziehen lassen. Das seht ihr oben, ich habe 40 Familien. Das reicht mir tatsächlich, weil das Klumpatsche mir zu viel wird tatsächlich. Ich könnte jetzt natürlich höher gehen, aber ich habe nie genug Bier, um die zu versorgen. Und ihr seht, wir sind jetzt schon bei minus 39 durch Mangel an Unterhaltung. Was das Ganze nicht unbedingt einfach macht. Die Nahrungssituation ist einigermaßen okay. Passt. Ich weiß nicht, ich habe jetzt zum Beispiel diese 5 neuen Hütten gebaut. Da ist doch keiner drin. Warum kommen die mir mit... Hey, gib mir Bekleidung. Es verwirrt mich unerhört. Egal. Wir werden jetzt einmal hier das schöne Bier aktivieren. Das könnt ihr einfach so reinmachen. Ihr setzt ihn einmal kurz rein. Und sobald er auch nur ansatzweise anfängt, ist diese Taverne erfüllt. Könnt ihr jetzt gleich sehen. Oh, okay. Wir haben noch einmal einen Anspruch. Das mache ich jetzt nochmal schnell, ohne dass ihr dabei seid. Okay, die Ultra-Cheese-Strategie hat wieder funktioniert. Ich bin einfach rausgelaufen, habe den Angriff-Trigger gegeben.
und bin dann einfach weggelaufen und habe keinen einzigen Kampf kämpfen müssen. Perfekt. So, damit muss er sich wieder zurückziehen. Das heißt, wir können unsere Einheiten auch wieder... Ja, bitte, lass mir die Geschwindigkeit auf ganz hoch. Ich weiß, dass da Gegner sind. Ja, ich weiß es. Und können jetzt einfach wieder unserer Arbeit nachgehen. Und diese Arbeit besteht nämlich eigentlich darin, nicht das zu machen, was wir gerade gesehen haben, sondern den Biermann... Ah, jetzt habe ich ihn zu lange laufen lassen. Der Biermann, sobald er drin ist, gehen die eigentlich da... Normal, aber gut, der war jetzt gerade nicht vorhanden. Aber das erste Bier auf jeden Fall hier drin ist, darauf will ich hinaus. Dann können wir upgraden. So, das sehen wir jetzt. Jetzt können wir hier unsere Stufe 2 hütten. Nicht alle, aber ein paar können wir upgraden. Wir brauchen auch nur 5. Von daher passt das schon. Müssen dann natürlich nachher noch ein paar auf Stufe 2 upgraden. Fällt mir gerade auf, weil ich so schlau bin. Das ist natürlich ganz vergessen, dass wir 5 noch extra auf 2 upgraden müssen. Da werden wir einfach hier dann 2... Ja, jetzt haben wir kein Holz mehr. Das heißt, da muss ich jetzt auch nochmal ein bisschen nachpumpen. Ach. Ja, das habe ich jetzt ein bisschen schlechter geplant, als ich eigentlich wollte. Ey, wir haben ja mal positiv. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Was ist denn da passiert? Wir sind echt mal positiv. Wow. So, jetzt müssten wir theoretisch genug haben. Aber Mathematik ist ja böse. Ich habe ja eben auch, was ich euch ja vorgezählt habe, war ja völliger Schwachsinn. Ich habe irgendwie gesagt, wir bräuchten nur 6 Stufe 1 Dinger. Das stimmt ja gar nicht. Wir brauchten ja mehr. Aber jetzt habe ich doch viel zu viel gebaut. Also, keine Ahnung. Mathe ist manchmal schwierig, das wisst ihr ja. Gerade wenn man vor allem immer solche Kämpfe kämpfen muss oder so einen Schieß machen muss, da wird man irgendwann unkonzentriert. Das ist einfach so. Ah, hier kommen wir noch auf Stufe 3. Habe ich jetzt schon alle auf Stufe 3? Ich glaube nicht. Dann mache einfach nochmal das auf Stufe 3. Jetzt haben wir nicht wieder 20, aber hier wird ja noch was ausgebaut. Oder zählen die dann schon als Stufe 2? Das ist natürlich auch interessant mal zu sehen. Jetzt zum Beispiel das hier einfach upgraden würde, wird das dann zählen? Also ich pausiere jetzt einfach mal. Kann sogar echt sein, ne? Dann brauche ich aber nochmal 4 Stämme. Das dauert auch wieder ein bisschen was. Obwohl wir 8 Jahre sind schon reserviert. Ne? Ja, okay. Die sind schon reserviert. 13 für 14, für 15. Dann haben wir 15. 14, mein Gott. 14 für 15. Und die letzten glücklichen, ja, die Tischlerei, die hat es doch verdient. Die hat schon lange uns einen guten Dienst erwiesen mit den Schildern. Von daher sollte das ja unser nächstes Ziel sein. Wir brauchen halt nur das Bauholz. Ne? Das ist klar. Aber wenn wir das haben, sollte es eigentlich durch sein. Hey, sieht nicht so aus, wenn die zählen würden, oder? Hm. Also auf jeden Fall schön, dass wir jetzt hier das letzte Gebäude haben. Dann noch eine gute Zufriedenheit haben. Perfekt. Das wird das letzte T3-Gebäude sein. Also wir haben doch noch eine hohe Zufriedenheit. Trotz des Mangels an Unterhaltung minus 36. Das würde jetzt natürlich immer noch weiter höher gehen. Aber 61% ist ja gut. Ein bisschen Bier verteilen noch. Wir haben jetzt schon 50 Bier schon weginhaliert. Ja, so Schuhe gehen immer gut. Habe ich auch nachher verkauft. Waffen habe ich natürlich konstant verkauft. Ihr seht ja, wie viel wir da haben. Das geht auch ganz gut. Auch das Einkaufen ging nachher ganz gut. Ich würde sagen, dass hier diese besseren Geschäfte, die ich jetzt nicht habe, eine der besten Fähigkeiten ist. Weil wenn ihr alle Importpreise um 10 senkt, habt ihr halt so einen riesen Vorteil. Kann ich euch nur empfehlen. Und natürlich, wie gesagt, sonst die Zusammenfassung. Das Feldmanagement ist unglaublich nervig. Da müsst ihr immer darauf achten, dass ihr das gescheit macht. Dann zweitens schnell Herrenhaus bauen, schnell in die Schatzkammer reingehen. Auch die Banditenlager schnell auslöschen habe ich auch nicht gemacht. Da habe ich auch richtig viel Geld verloren im Prinzip, weil ich ja, ihr seht es ja, ganz gut aufgefangen habe. Aber das auf jeden Fall machen, ja, und dass die Söldner verbuggt sind, das ist halt einfach nervig. Das heißt, so einen richtigen Kampf konnte man nie kämpfen. Wir werden jetzt gleich mal noch ein Gebiet in Anspruch nehmen. Dann kommen diese riesigen Armeen wahrscheinlich von dem Gegner. Aber wir versuchen es dann einfach mal. Guck mal, wir kriegen sogar noch neue Familien, obwohl ich das ja gar nicht wollte. Seht ihr mal, da kommt das ja doch noch dazu. Ich brauche bald nochmal neues Brennholz. Und da hätten wir, wenn wir jetzt weitermachen würden, noch viel zu wenig von. Trotz des Meilers hier. Ja, voll Gebäude jetzt mal fertig. Wie sieht's aus? Wollt ihr mal, habt ihr mal Bock hier irgendwie zu bauen oder was? Sieht nicht so aus. Ja, ich musste dann nochmal ein anderes Haus upgraden, weil das hier wird einfach nicht mit Stämmen beliefert. Also das wurde sofort mit Stämmen beliefert hier. Ja, kein Kommentar oder doch ein Kommentar? Ja, es sind noch viele Bugs drin. Das ist gut Early Access, ne? Wollen wir nicht zu viel zu sagen, aber sehr viel Bugs, ne? Auch das mit den Ständen und so habe ich ja schon alles erwähnt. Ja. Ist halt schon krass. So, jetzt haben wir es aber geschafft. Siedlungsstufe erhöht und jetzt kommt es nämlich, wir haben es geschafft. Wir haben gewonnen. Weh, ich kann jetzt den Kampf nicht kämpfen, dann lade ich sonst nochmal schnell. Dann machen wir dann nochmal einen Kampf. Ja, wir haben es geschafft, trotz dieser ultraschweren Regeln, den Bug, dass keine Söldner mehr kommen. Dem Cheese und weil ich ja viel zu langsam aufgebaut habe im Herrenhaus und so, da haben wir es geschafft, auf den höchsten Schwierigkeitsstufen tatsächlich zu gewinnen. Und ihr seht es hier, wir können erstmal gleich in Sandbox-Modus weiterspielen. 5000 Tage, ja, ich habe tatsächlich lang gebraucht und ich musste viele Cheese-Angriffe abwehren. Ihr seht, Herausforderung gewonnen, 11 Stück. Ich habe 11 Mal diese Herausforderung gekämpft mit diesem Cheese. Ja, tote Bewohner und so weiter, könnt ihr alles schauen. Wir haben viele Soldaten verloren, ja. Wir haben auch viele Feinde getötet. Also wir haben eine gute Kill-Death-Ratio, würde man sagen. Ja gut, gut.
2, irgendwas. Aber da sind die Söldner, glaube ich, mit eingerichtet. Dass unsere, so viele Soldaten haben wir nämlich selber nicht verloren. Das müssen auf jeden Fall die Söldner mit drin sein. Und das war's. Wir haben das geschafft. Jetzt machen wir noch einmal diese Herausforderung. Schauen uns mal an, wie schlimm das sein wird. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Ich muss sagen, es war echt sehr herausfordernd. Der Anfang war sehr taktisch. Dann dieses Kampfsystem. Eigentlich hätte man da schon sagen müssen, okay, ich fange neu an, vierter Versuch. Und hätte dann schneller aufs Herrenhaus gehen sollen und so. Aber da dieser Anfang so brutal ist mit diesen Bevölkerungstypen, also die Leute, die da sind und so viel meckernde Ansprüche haben und dich so psychisch brechen wollen, wie in der ersten Folge ja gesehen war, war ich halt einfach froh, dass ich es irgendwie noch mit Schieß und mit Taktik und mit, keine Ahnung, Glück auch wahrscheinlich geschafft habe, noch zu überleben. Ja, wie gesagt, jetzt schauen wir uns noch einmal hier so einen Kampf an. Dann möchte ich aber mal sehen, was da für eine gigantische Armee wahrscheinlich kommen wird. Ohne Söldner. Wir haben ja keine Möglichkeit, Söldner zu holen. Sonst hätte ich gesagt, schaffen wir das locker und nehmen die ganze Map noch ein. Das werden wir aber jetzt ohne Söldner nicht schaffen. So, da sind wir. Ja, das ist unsere Armee. Ich habe noch überlegt, was wir noch machen könnten. Dafür würde ich mir die Zeit auf jeden Fall noch geben. Dass wir einfach, ich habe noch den Perk hier genommen, das, was ich meinte mit Importen. Dann könnt ihr halt einfach sehr günstig Plattenrüstung bestellen für 24, was richtig gut ist. Das heißt, ich habe ja auch diese Route kostet immer nur 25, kostet normal sind nämlich 1000 für die Plattenrüstung. Und die Viecher kosten dann 34 oder mehr. Das heißt, jetzt können wir doch einfach mal hier schön Import mit Helmen und Plattenrüstung machen, uns hier mal schön richtig stacked. Hauen das ganze Geld mal auf den Kopf. Ich meine, ne, was haben wir sonst noch? Wir haben doch sonst nichts mehr. Wir haben ja keine Söldner. Also hauen wir hier mal alles raus, was wir kriegen können. Gucken, dass wir unsere Truppen jetzt so richtig schön aufbuffen. Ich muss trotzdem Bogenschützen mitnehmen, einfach als Ablenkung. Und ich würde natürlich gucken, dass wir einfach dann währenddessen noch ein paar Familien reinnehmen. Wir haben ja jetzt genug Platz, um Familien zu haben. Von daher, zeigst du mir das jetzt schon wieder? Okay. Was haben wir da schon gehabt? Oh oh, ich habe ein bisschen Sorge, dass es nicht klappen wird. Dann müssen wir da nochmal laden, sonst. Keine Ahnung, was hier gerade passiert. Okay, ich war in einer Endlosschleife gefangen, wo man konstant gefeiert wurde, dass man gewonnen hat. Ich hoffe, dass jetzt, glaube ich, habe einfach mal eine T3-Ausgabe gemacht. Vielleicht hilft. Ansonsten sitzen wir tatsächlich für immer in dieser Spirale. Ja, wir sitzen für immer in dieser Spirale. Deswegen muss ich mal von einem früheren Zeitpunkt laden. Das war gar nicht mehr, wo ich da genau war. Mal schauen. Müssen wir den sauren Apfel beißen, das ist natürlich wesentlich teurer zu nehmen hier, weil ich kann natürlich jetzt nicht in das Safe Game reingehen, wo wir die Großstadt haben. Das heißt, wir gehen einen Schritt zurück und müssen dann jetzt leider in diesen sauren Apfel beißen. Geben aber trotzdem unser gesamtes Geld aus, warum nicht? Kann ja auch alles andere noch verscherbeln, das ist ja kein Problem. Ich meine, die kleinen Schilde brauche ich, glaube ich, auch noch. Ja, ich brauche noch Seitenwaffen, aber habe ich die nicht schon bestellt gehabt? Ja, mach einfach mal mehr, ist ja egal. Einfach raus damit, komm, her damit. Dann würden wir dann das noch, also werde ich noch warten, dann schalte ich euch wieder zu. Okay, nach dem Sieg merken wir uns auch noch, Plattenrüstung sind natürlich nur für das Gefolge, die kann man ja auch so importieren. Das heißt, die zu kaufen war kompletter Schwachsinn und hat mein ganzes Geld gekostet. Übrigens habe ich sau viel Verluste gehabt, weil ich den Kampf nochmal neu kämpfen musste, den wir eben gesehen haben. Und den habe ich, naja, sage ich mal, so nebenbei gemacht, weil kein Bock mehr. Also im Sinne von, ich bin fertig, warum soll ich mir noch Mühe geben? Ja, war ein Fehler. Ich sag mal, die Chipstüte und die Serie daneben bei gucken, das ist nicht das Beste. Naja, nee, so extrem war es nicht, aber ja, auf jeden Fall müssen wir jetzt noch, also werde ich noch ein bisschen warten, bis wir das Ganze hier haben. Für euch ist es ja ein paar Sekunden, das ist ja kein Problem. Okay, Leute, der Plan steht, wir haben jetzt Kettenhemd, ein bisschen was drin, ich habe jetzt keinen Bock mehr länger zu warten. Ich werde auch noch warten, bis hier ganz viele Familien eingezogen sind, dann müsste ich ja wieder micromanagen überall von Feldern und so weiter und die Pflanzen. Ich bin ja hier die ganze Zeit auch die Bären am Hamstern. Das ist halt alles ein bisschen lästig, deswegen versuchen wir es einfach mal so. Mal gucken, was auf uns zukommt. Ich werde jetzt erstmal dieses Bataillon hier nehmen und ich werde dann nachher erst, wenn die ausgehoben sind, nochmal Bogenschützen hinzufügen. Warum? Damit die Bogenschützen einfach eine kleine Armee sind, die KI trotzdem drauf getriggert wird, sodass wir drei starke Nahkämpfer haben, hoffentlich, die einigermaßen was ausrichten. So, wir wollen dieses Gebiet hier unten eigentlich haben, aber es geht einfach nur ums Prinzip, von daher nehmen wir das hier. Also ich würde dann das mit dem Eisen natürlich nehmen, damit man dann Waffen produzieren könnte, wenn man auch hier weiter sich ausdehnen wollte. Ich glaube halt, dass wir nicht überleben werden. Von daher ist es irrelevant, weil keine Söldner gleich keinen Spaß. Ich könnte auch so viel Söldner holen, aber nope. So, und dann wird es natürlich wieder dasselbe. Vielleicht können wir schießen. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das wesentlich härter ist, als das, was wir da eben gesehen haben. Und deswegen gucken wir uns das doch einfach mal an. Er wird natürlich jetzt sagen, nope. Wieder Handschuhe geworfen. Der Kampf wird in Ura-Hilfe. Wird hier stattfinden und jetzt wird er irgendwo mit seiner Armee kommen. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Wo sind sie? Feindliche Einheiten gesichtet. Und was finden wir? Das sind 5. Ist alles? Oh. Oh, 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 oh. Echt? Nur 5? Also das ist ja dasselbe, was ich sonst immer schieße. Das kann nicht alles sein. Da kommt doch noch mehr, oder? Also ich hätte jetzt mit auf jeden Fall 10 gerechnet, weil wir wissen ja, dass
wir 10 Stück eigentlich haben, wenn wir so einen Kampf kämpfen. Jetzt machen wir halt den Trick, dass wir hier versuchen, mit dem Bogenschütze ein paar wegzulocken. Der Rest kann sich natürlich einfach da hinstellen. Ich will immer Leertaste drücken. Kennt ihr das auch? Total War halt, ne? Man will irgendwie Leertaste drücken, um zu sehen, wo die Einheiten sich hinbewegen wollen. Also ich bin da ja auch jahrelang geschädigt durch, sag ich mal. Weil sobald ich das hier sehe mit diesem Langziehen, will ich Leertaste drücken, um zu gucken, wo die Einheiten sich gerade hinbewegen. Und dann ist das natürlich hier Pause. Ja, egal. Das war nur so ein kleiner Funfact am Rande. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier jetzt einfach mal, würde ich sagen, diesen Kampf beginnen. Jo, Schlacht beginnt. Vielleicht können wir es schießen. Ich glaube nicht, aber wir können es ja probieren. Warum nicht? Ja. Ja, Leute. Easy Sieg, ne? Aber war aber auch fair gekämpft, muss man einfach sagen, oder? Guck doch mal. Ey, Leute, ich habe hier keinen Schieß gemacht. Ich finde, wir haben wirklich die Bogenschützen haben uns angeguckt. Ich habe die angeguckt. Die haben gesagt, nee. Und da haben wir gewonnen. Das ist doch perfekt. Ja. So. Dann machen wir das doch direkt nochmal, würde ich sagen. Ich speichere natürlich jetzt mal. Jetzt sind wir ja out of, ne, aus dem Spiel raus. Das heißt, können wir auch speichern, wie wir lustig sind. Und gehen nach hier oben. Obwohl, ich wollte ja das mit den Eisenerzvorkommen haben, ne? Dann gehen wir doch einfach nach hier unten. Lassen aber erstmal die Armee natürlich abhauen. Wir wollen nicht, dass die jetzt hier noch bleiben. Wir wollen natürlich nur gegen die nächsten 5 kämpfen. Und können es ja wahrscheinlich eh schon wieder hinstellen, denke ich einfach mal. Dann können uns unsere Einheiten schon mal ausruhen. Und dann erklären wir nochmal den Krieg. So, dann machen wir es nochmal. Übrigens, ich weiß, kein Entwickler wird sich das angucken, aber es wäre gut, wenn man sowas anguckt, weil man sieht, wie viel, was man bearbeiten kann auf jeden Fall. Das ist, ich finde es super lustig. Ich mag sowas sehr gerne. Ich mag gerade Spiele, die solche Kanten haben, wo man halt wirklich eine ausweglose Situation auch in Sieg wandeln kann. Aber es ist natürlich, an sich sollte es halt nicht so sein. Ne? Deswegen wäre es ganz gut, wenn man sowas auf jeden Fall mitteilt. Mache ich auch nochmal einen Bug-Report später, wenn ich das hier durch habe. So, nehmen wir die nächste Region und hoffen, dass das wieder so schön klappt. Das wäre ideal. Okay, das zweite habe ich jetzt gerade gecuttet, weil da ist irgendwie, keine Ahnung, da war irgendwas sehr merkwürdig. Weil da waren irgendwie gar keine Truppen gekommen und dann hat es erstmal 3 Monate gedauert, 2 Monate gedauert, bis überhaupt was kam. Aber ja, das ist jetzt unsere, das wird rausgeholt, unser drittes Gebiet. Das ging noch recht flott. Das heißt, wir können auch direkt das nächste Gebiet gleich einnehmen. Wir haben allerdings Verluste erlitten, weil ich konnte hier gerade das einfach nicht vermeiden. Sehr viel vor allen Dingen in unserem Gefolge, was natürlich sehr nervig ist. Aber ja, das kriegen wir auch, glaube ich, noch hin. Sonst muss ich gleich nochmal ein bisschen Steuern einsacken. Aber ja. Achso, ich kann ja jetzt auch die wir sauteuer gekauft haben, jetzt benutzen, stimmt. Dann ist das nicht mehr ganz so teuer, die alle abzugraden. Das ist auch übrigens kein so gutes Menü, sollte man auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen überarbeiten. Wäre gar nicht schlecht, man dann besser mitarbeiten kann. Jetzt haben wir nur 375. Ich glaube, das wird nichts, wenn wir da nochmal kämpfen müssen. Steuern will ich eigentlich. Ich will eigentlich mehr Leute haben. Ich finde das eigentlich ganz nett. Aber obwohl, bringt auch gar nichts, weil wir viel zu wenig Geld haben. Weil ich ja all-in gegangen bin. Ich dachte echt, wir machen ein Gebiet und danach das Ende. Vielleicht können wir noch ein paar cheesen. Ich probiere es einfach mal. Gucken wir mal, wie es rauskommt. So, da sind wir ein bisschen weiter. Ich habe mal ein paar Gebiete eingenommen. Ich kann mich jetzt nicht motivieren, das nochmal dreimal zu machen. Das dauert nämlich lang, weil die jedes Mal 60 Tage nicht kommen und dann ihre Armeen schicken. Da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf zu warten. Auch wenn es jetzt irgendwie flashy wäre, aber wir könnten die auf jeden Fall einnehmen langfristig, ja. Ich habe jetzt auch ein bisschen meinen letzten Kampf verloren, weil ich einfach keine Geduld mehr hatte. Das sind so Folge ist kaputt, müsste ich erstmal wieder handeln, aufbauen. Ja, weiß ich nicht. Also ich hätte es auch nochmal laden können und dann ein bisschen effektiver spielen können, aber wollte ich jetzt auch nicht unbedingt. Ihr seht auf jeden Fall, wir haben es geschafft. Wir haben jetzt 5 Gebiete für uns, könnten uns also jetzt wahllos aufbauen. Ihr seht auch, die Zufriedenheit ist bei 70%, was sehr gut. Ihr seht, wie schön das ist. Nur noch ein bisschen vom Unterhaltungsmalus sind wir betroffen. Hier hält sich noch ein bisschen, nicht mehr viel, ehrlich gesagt. Wir haben 49 Familien, wir haben jetzt 50 auch möglich. Ich hatte ein paar Häuser abgerissen, könnten auch noch mehr kriegen natürlich. Die Sachen ist alles stabilisiert, wir haben sehr viel Waffen, wir sind gut ausgerüstet. Eigentlich kann uns jetzt keiner mehr was antun. Vor allem könnten wir jetzt ja sogar ihn wieder ein Gebiet einnehmen lassen und dann ein Jahr wieder pumpen, um dann wieder nach vorne zu kommen. Wir haben es also geschafft, hier voranzukommen und durch den, ja, sagen wir mal, Einsatz von gewissen Schießstrategien auch dann eben diese Armeen zu zerquetschen vom Gegner. Was natürlich eine ganz schöne Geschichte ist, da wir das dann auch auf der höchsten Schwierigkeitsstufe getan haben. Wir könnten auch so eine Armee ausheben, könnten auch noch eins gewinnen, selbst ohne die Folge, glaube ich. Selbst, ich habe diesen Schieß halt nicht mehr geschafft, den wir hier beim ersten Gebiet geschafft haben. Das war nicht mehr möglich. Aber ansonsten habe ich dann immer einfach, wie ihr den Kampf schon kennt, gekämpft. Ja, und damit haben wir es auf jeden Fall gezeigt. Ja, wir können Mannerlords im Early Access, muss man mal sagen, auf sehr schwer spielen, wobei der nächste Patch das sogar so einfacher machen soll, dass die KI nicht so aggressiv die Gebiete einnimmt. Deswegen ich eher glaube, dass wir sogar das jetzt schwerer haben als später. Und deswegen, ja, haben wir das geschafft. Und das war auf jeden Fall auch eine Qual. Gerade dieses Hidden Run, das habe ich alles, habt ihr ja nicht immer gesehen. Ihr habt es ja einmal, zweimal gesehen.
Aber wie oft man das machen muss und wie anstrengend das teilweise war, dass man darf hier keinen falschen Schritt machen, man muss hier genau richtig kiten. Also bin ich hier wirklich durchs Gebiet geflitzt. Habt ihr beim ersten Mal ja auch gesehen, wo es ganz schlimm noch war. Und dann durchs Gebiet geflitzt, um irgendwie einzelne Truppen abzusetzen, um die dann anzugreifen von hinten. Also richtig schöne Guerilla-Taktik. Das war schon interessant. Ja, sonst noch ganz kleine Wucht vielleicht zu Mannerlords an sich. Ja, es fehlt noch sehr viel Arbeit, muss man einfach sagen. Also man baut sich nachher eigentlich nur noch neue Hofstätten. Man kann eigentlich ja alle Gebäude relativ günstig bauen. Es gibt ja nur sehr wenige Gebäude, die überhaupt Stein brauchen. Und ein paar halt die Bretter. Und das war's. Das ist da jetzt auch nicht großartig Vielfalt. Und die Ressourcen sind natürlich auch sehr einfach. Also es ist auch keine große Warenkette. Die Ochsen muss man halt darauf achten, damit man genug davon hat. Aber so viel Geld, wie wir hatten, ich konnte mir halt Ochsen kaufen ohne Ende. Von da waren die irrelevant. Und das mit den Ständen ist halt schlimm, muss auf jeden Fall verbessert werden. Genauso, dass halt keine Söldner auf einmal mehr spawnen, muss verbessert werden. Dass die KI so eine riesige Armee hat, wenn man selber halt klein war, wobei das auch meine Schuld war, weil ich halt einfach zu langsam war, das würde ich schon sagen. Ja, und es ist ein sehr einfaches System, auch manchmal diese drei Felder Wirtschaft, so fand ich auch ein bisschen, ja, schwierig manchmal. Vielleicht bin ich einfach zu blöd dafür, kann auch sein. Ja, aber es ist natürlich ein sehr gutes Spiel, gerade atmosphärisch und grafisch finde ich es natürlich. Das haben wir jetzt ja nicht so viel genossen, das konnte der ja schon tausendmal anderen sehen. Ich sage es jetzt nur am Ende nochmal, damit ihr es nochmal gehört habt, weil ich ja auch meine Meinung dazu natürlich habe. Also grafisch ist super, ne, auch das sieht man die Einzelpersonen an. Kann. Wir können ja auch in diesen Modus hier hineingehen, dass wir uns das Ganze angucken. Das kennt ihr ja mittlerweile alle schon. Muss ich euch jetzt auch nicht mehr so viel zu sagen. Aber da ist noch sehr viel Arbeit, das muss man einfach sagen. Also es sind so viele Ressourcen, die auch komplett sinnlos sind, die wir hier haben. Wenn ich zum Beispiel jetzt auf Industrie gehe, ich brauche eigentlich auch niemals Leinen zu erstellen. Färbemittel brauche ich eigentlich auch nicht. Ich brauche diese Klamotten nicht zu erstellen, die man ja in den Häusern bauen kann. Das ist manchmal sogar hinderlicher, weil man ja wieder eine Familie verliert, die da arbeitet. Vielleicht sollte man das auch irgendwie anders regeln. Werkzeuge sind ja komplett nutzlos, bringen ja gar nichts und so weiter und so fort. Das heißt, hier ist noch sehr viel Arbeit drin. Das sieht man ja eben auch hier dran. Auch mit den Entwicklungspunkten, finde ich, sollte noch ein bisschen anders gestaltet sein, als dass man das nur über größere Städte kriegt. Weil es gibt ja dann auch nichts mehr. Da stand ja maximale Siegbedingung, große Stadt. Also ich konnte auch keine weiteren Entwicklungspunkte holen. Dann hätte man vielleicht die irgendwie noch kaufen lassen können. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt nur hier drauf gehe, will ich auch alles davon haben. Aber könnte ich ja nicht mal, weil ich habe jetzt ja nur, glaube ich, 3, 5. Also ich könnte nur 5 Sachen davon holen. Soll für eine Spezialisierung sein, aber langfristig müsste man halt alles freischalten. Aber trotzdem hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, war wirklich gemein. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, ich spiele es nochmal, muss ich sagen, jetzt gerade. Ne? Weil das, also außer auf einfach, vielleicht zum Entspannen neben, keine Ahnung, irgendwas anderem Entspannen, aber nicht nochmal auf dieser Schwierigkeitsstufe. Dafür war es echt zu viel Schmerz. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst alle Liebe da, die ihr haben könnt, denn das war wirklich anstrengend und viele Stunden, die man hier reingesteckt hat, auch wenn es nicht so gewirkt hat. Schaut es euch zu Ende an, schaut es euch nochmal an, schaut es euch immer an. Der Algorithmus liebt das, ihr wisst das ja. Und ich habe auf jeden Fall das Spiel jetzt verstanden. Ihr vielleicht auch ein bisschen mehr dadurch. Und sonst habt ihr gesehen, wie ich gegeißelt wurde. Das ist ja auch nicht schlecht. Und gesehen, wie man das Spiel so ein bisschen schießen kann. Und dann danke fürs Zuschauen und haut rein.